Als Wunderkind gab David Garrett sein Bühnendebüt im Alter von 10 Jahren und wurde mit 13 Jahren der jüngste Künstler, der jemals bei der renommierten deutschen Grammophon unter Vertrag genommen wurde. Als Paganini unter den Popstars und als Jimi Hendrix unter den Geigern ist David Garrett der Teufelsgeiger unserer Zeit, ein internationaler Superstar. Heute veröffentlichte der Stargeiger David Garrett im Dussmann-Kaufhaus seine Autobiografie, wenn ihr wüsstet. Die Schlange, die sich um das Kaufhaus Dussmann gebildet hatte, war hunderte von Meter lang. Die zahlreichen Fans wollten ein Autogramm oder Selfie mit dem Stargeiger haben, der sich auch für jeden Einzelnen die Zeit nahm. David, du stellst hier deine neue Autobiografie vor, wenn ihr wüsstet. Wann kam diese Idee? Ich glaube, die kam so ein paar Monate während der Pandemie. Also es war natürlich absehbar, dass das sich noch ein bisschen ausdehnen wird zeitlich. Und dann habe ich natürlich überlegt, was machst du mit der Zeit? Musik natürlich, arbeiten, aber es war sehr, sehr viel Leerlauf. Und dann gab es ein paar Projekte, die ich seit Jahren so ein bisschen aufgeschoben habe. Unter anderem natürlich auch mal ein bisschen was schreiben über das, was mir alles so passiert ist. Ist ja relativ viel. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und mit dem Projekt angefangen. Wie viele Kapitel beinhaltet es denn? 45. Also dein ganzes Leben? Viel von meinem Leben. Also ich glaube, mein ganzes Leben würde noch mehr ausfüllen. Aber man fokussiert sich schon auf die Sachen, die einen vielleicht am meisten in Erinnerung geblieben sind und bewegt haben. Und dann, das sind so die Sachen, die es dann geschafft haben. In einem Kapitel erwähnst du die Leidenschaft mit deiner Geige. Ja. Da sagst du, Liebe auf den ersten Ton von deiner Stimme. Ja, genau. Ja. Naja, die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe natürlich viele, viele Jahre immer nach einem Instrument gesucht, gerade nachdem ich auf die Guadagnini so ein bisschen ausgerutscht bin in London. Und dann habe ich wirklich durch Zufall, aber auch ein Stück weit durch meinen Papa, jemanden kennengelernt, der so ein Instrument hat. Und da habe ich sie gespielt, also die ersten fünf Sekunden. Und es war einfach wirklich so mein Instrument. Und dann haben wir uns Gott sei Dank irgendwie auf einen Preis geeinigt. Am 10. September 2001 bist du nach New York gezogen, ja, und hattest eine wilde Zeit danach. Erstmal College. Wie prägend war denn diese Zeit? College war sehr prägend. Ich habe ja studiert, Komposition, Musik, Musikgeschichte und natürlich auch mit Itzhak Perlman gearbeitet an der Geige. Das war schon ja, das Fundament, auf dem das gewachsen ist, was ich heutzutage musikalisch mache. Du hast für Obama gespielt, du hast für die Queen gespielt. Wer wäre denn da noch, für wen du gerne spielen würdest? Ich spiele immer gerne für meine Mutter. Was für die? Die mag Tschaikowski, also Ballettmusik, Prokofjew, all das, was sie natürlich auch professionell früher gehört hat. Nun spreche ich erstmal mit den Fans, die von überall angereist sind, um David Garrett zu sehen. Die Linda hat heute ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Ja, total, absolut. Wir sind tatsächlich extra deswegen hierher gefahren, 4,5 Stunden, aus dem Münsterland. Tatsächlich, ja. Was bedeutet Ihnen denn David Garrett? Also total gut. Also ich habe ihn vor ein paar Jahren das erste Mal gehört und war eigentlich total begeistert. Hatte tatsächlich auch mit Klassik vorher nichts am Hut, aber der Weg dahin wurde mir durch ihn doch etwas bereitet. Doch, wirklich sehr schön. Also und die Crossover-Konzerte sind natürlich völlig genial. Dann genießen Sie Berlin und happy, happy birthday! Ja, vielen Dank! Ciao! Ja, Sie sind ein großer Fan von David Garrett. Wie war das, ihn zu treffen? Ja, das nach langer Pause war großartig, ihn wieder zu treffen. Also macht natürlich also wahnsinn viel Spaß also, für mich. Und ja, David bleibt und ist ja immer mein Fan. Also so mein Star, Entschuldigung. Ja. Er hat dir sogar was auf den Arm gemalt. Ja. Können wir das mal sehen und warum und was passiert damit? Wir haben es also mal darüber gesprochen. Ich wollte eine Geige von ihm gezeichnet haben auf meiner Hand. Jetzt habe ich endlich das Möglichkeit gehabt zu bekommen und das wird tätowiert. Nein. Doch. Jetzt demnächst, ne? Morgen früh ist ja schon Termin ausgemacht. Oh, weißt du schon wo und Tattoo-Stuhl? Ja, bei Melanie Boyko. Okay, super. Ja. Ja, danke. Wir haben jetzt gerade ein Buch geholt, Signatur. Wie fühlen Sie sich? Als ich das Buch empfangen hatte, da habe ich gedacht,
Was für ein Buch. Das ist was ganz anderes als sonst. Nur so, ohne geöffnet zu haben. Und dann habe ich drin gelesen, so im Bereich des Anfangs, und dachte, wie viel Musik steckt da drin? Herr Gerrit spricht in dem Buch richtig. Man merkt, das sind seine Worte. Und dieser QR-Code fordert einen auch ein bisschen am Anfang. Aber es ist wunderbar und ganz ehrlich, der materielle Wert ist viel mehr. Ganz, ganz ideal fand in deinem Buch die QR-Codes. Ja, jetzt, jeder kennt sie jetzt dank der Corona-Krise. Und wie kam es denn dazu? Ich habe so viele Videos in meinem Leben hinter den Kulissen gemacht. Und auch als Kind hat meine Mutter so viel aufgenommen, auch mein Papa, dass ich gesagt habe, das liegt alles irgendwo zu Hause in Aachen und ist collecting dust. Und dann irgendwie habe ich gesagt, komm, lass uns das alles digitalisieren und ins Buch reintun. Macht es ja auch dann irgendwie lebendiger und wertiger. Wir sind jetzt hier im Dussmann. Es war eine Schlange zweimal um den Dussmann herum. Wie Spaß macht es dir, so eine Signierstunde? Ach, ich finde das ganz wichtig, dass man auch mal ganz nah an den Fans dran ist. Und gerade bei so einem Projekt, was ja wirklich auch mein Leben privat auch erzählt. Und es ist ja schön, wenn das gut ankommt und die Leute Spaß damit haben. Da freue ich mich richtig. Und dann freut sich auch jetzt gerade in den schweren Zeiten, es herrscht Krieg. Wie bearbeitest du das? Ach, das ist verrückt. Ne? Man sitzt da, unterschreibt für 2 Stunden, sieht die Fans, sieht die Gesichter und die freuen sich und dann vergisst man das plötzlich für 2 Stunden. Ist ja auch wichtig, dass man nicht nur daran denkt, aber man muss dann echt wieder so zack, hast mich gerade in die Realität wieder zurückgeholt. Ganz, ganz furchtbar, ganz schrecklich. Ich muss jetzt die Frage erstmal sacken lassen. Lassen wir sacken, aber wir genießen jetzt dein Buch, wenn ihr wüsstet, und vielen, vielen Dank dafür. Danke dir auch. Alles Gute. David Garrett, wenn ihr wüsstet. Wir verlosen 2 Bücher. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr eine der Lucky.